Kinder, heute ist schon der letzte Tag vor unserer Kinderbibelwoche. Aber das macht nichts, weil ich fliege ja durchs Dekanat und besuche die anderen Pfarrer auch einmal. Und die haben auch schöne Geschichten dabei. Aber heute hast ja du noch mal eine Geschichte für mich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also gestern ging es ja darum, dass der Jesus Gelähmte heilt. Mhm. Und um was geht's denn heute? Heute geht's um eine ganz große Menschenmenge. Oh. Fangen wir an. Ja! Und zwar ist der Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Und eigentlich wollte er mal wieder ein bisschen alleine mit den Jüngern sein, mit seinen Freunden. Aber die Leute kennen ihn schon so gut, dass sie sagen, wir wollen was von dem hören, weil der so toll erzählen kann. Also setzen sie sich hin und die Leute setzen sich alle außen rum und der Jesus, der erzählt. Und er hat ganz viel zu erzählen. Und deswegen merken die Leute überhaupt nicht, wie die Zeit vergeht. Und im Nu ist es Abend, es wird kühl, es zieht schon ein bisschen Nebel auf. Und dann fällt den Freunden von Jesus ein, die Leute, die bräuchten jetzt langsam mal was zu essen. Das ist doch schon Abend. Und überlegen aber, nee, Jesus, vielleicht könntest du die jetzt nach Hause schicken, weil dann können sie auf dem Heimweg wenigstens noch schauen, dass sie was zu essen kriegen. Der Jesus sagt zu den Jüngern, wie wäre es, wenn ihr ihnen was zu essen gebt? Ja, das ist nämlich total schön, wenn man zusammen Abend isst. Genau. Das Problem ist nur, die Jünger haben nichts dabei und haben auch nicht so viel Geld, dass sie was kaufen könnten. Jesus fragt jetzt also erstmal, was ist denn überhaupt sonst noch da? Und dann schieben die Jünger nach einigem Suchen einen kleinen Jungen vor zu ihm. Der hat einen Korb dabei, denn der sollte eigentlich vom Markt was zu essen mit nach Hause bringen. Da sind 5 Brote und 2 Fische drin. 5 Brote und 2 Fische nur? Ja, und es sind doch einige Leute da. Der Jesus sagt aber, dann fang doch mal an zu verteilen. Und die Jünger verteilen und es reicht wirklich für alle. Da wird jeder satt. Für alle? Ja, für alle. Und am Ende schauen sie, was noch übrig ist. Und dann kriegen sie tatsächlich noch 12 Körbe an Resten zusammen. Das heißt, alle sind satt geworden. Und es waren 5000 Leute. Boah, das sind ganz schön viele. Genau, und die haben sich so richtig schön zusammengesetzt und gemeinsam gegessen, so wie du es auch gerne magst. Ja. Und die Leute, die haben natürlich mitgekriegt, was der Jesus da für sie gemacht hat. Und die sagen, Jesus ist toll. Und der macht uns satt, der gibt uns das, was wir brauchen. Dem glauben wir. Und mit dem wollen wir leben. Das ist aber toll, dass Jesus die alle satt macht. Mhm. Aber was heißt denn das jetzt für mich? Naja, du wirst wahrscheinlich nicht mit Jesus zusammen Abendessen. Aber wenn der Jesus den Menschen Brot gibt, dann heißt es, der gibt den Menschen das, was sie brauchen. Das heißt, die sind satt, könnte man auch sagen. Das ist ein Zeichen dafür, dass du das hast, was du brauchst, was wirklich wichtig ist. Und das gibt der Jesus dir. Das sagt die Geschichte. Also Jesus gibt mir immer das, was ich brauche auf meinem Lebensweg, oder? Genau. Es kann sein, dass du das nicht immer sofort merkst, weil du willst was und siehst erst hinterher, dass es doch gar nicht so sinnvoll war. Aber das, was du wirklich brauchst, das gibt dir Jesus. Oh, weißt du, da fällt mir gerade dieses eine Gebet ein. Welches? Also da, wo es unser tägliches Brot gib uns heute und so heißt. Ja, das Vater Unser. Ja, genau das. Das stimmt, weil da heißt es, unser täglich Brot gib uns heute. Und das heißt auch, gib uns das, was wir brauchen. Das stimmt. Ja, das könnten wir doch jetzt zum Abschluss zusammen noch beten, oder? Das ist eine gute Idee. Ja! Dann beten wir zusammen das Vater Unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, danke für deine tollen Geschichten und schön, dass ihr Kinder mit dabei wart bei unserer Kinderbibel Geschichtenerzählwoche. Wir hoffen, wir sehen uns ganz bald wieder. Bleibt gesund und gesegnet. Von mir auch Gottes Segen für die kommende Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Entweder ihr schaut wieder fleißig die nächsten Geschichten vom Sams an oder gerne auch persönlich. Gott segne euch für die kommende Zeit und bis zum nächsten Mal. Ade. Servus! Bist du uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heute unser Brot und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot. Vater, unser Vater, alle Ehre.